Lieber Bastian, wir schwitzen in der Sonne, du schwitzt sicher noch im Examen. Wir sind glücklich, was bist du? Das grüßt unbekannterweise blöd. Bruder Kali und Susi. Klame. Ach du liebe Zeit. Jetzt ist es soweit. Ach, Omi, so ja, gut, grüß dich. Na, ich musste mal nach dir sehen. Du meldest dich ja nicht. 5 Tage habe ich nichts von dir gehört. Naja, nächsten Monat kriege ich endlich Telefon, ja? Da wird das anders, ja. Na, wie geht's dir denn, ha? Ah, beschissen. Was? Na, was ist denn, Bub? Bist du krank? Nee, das nicht. Du sag mal, bist du durchgefallen? Da liegt der Brief. Na und, hast du noch nicht aufgemacht? Halb. Ungewissheit ist manchmal besser als Gewissheit. Ach, mit dem Buttermesser geht er an so ein wichtiges Dokument. Oh ja, bloß Margarine. Du, soll ich ihn aufmachen? Hm? Ja gut, mach ihn auf, aber ich gehe so lang raus. Ich Lehrer werden. Ach, Frau Brunner! Frau Brunner, mein Enkel hat bestanden! Gratulieren, gratulieren. Dankeschön, Frau Brunner! Mein Enkel hat sein Examen bestanden! Ah, gratulieren! Gott, Frau Guttmann, was hätten Sie gern gesehen? Frau Rosa, mein Enkel hat sein Lehrerexamen bestanden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Frau Rosa. Und dann noch 2 Brezen. 2 Brezen noch? Ja. Na, Tommy? Servus, setz dich. Na, wie geht's? Na, danke, ganz gut. Und dir? Ja, auch ganz gut. Weißt du schon, was du jetzt machst? Ich möchte schon gerne in München bleiben, aber find mal hier eine Stelle. Und du? Ich gehe in die Provinz. Aufs Land. Zurück zur Scholle. Keine Witze, was willst du denn da? Tja, unterrichten. Ich habe einen kleinen Bauernhof geerbt und im selben Landkreis suchen sie dringend Lehrer. Und da werde ich eben Lehrer und baue so nach und nach mein Haus auf. Natürlich nicht auf einmal, so Stück für Stück. Na, viel Vergnügen. Und deine Bienen? Die sollen rausbrummen, wenn sie mich sehen wollen. Bist doch bloß eine halbe Stunde von München. Naja, jetzt suche ich noch einen, der da draußen mitmacht. Ich will nämlich Ferkel züchten. Vormittags Schule und nachmittags Schweinestall. Na, dann mach mal. Darf ich mal? Bitte. Ach, das ist alles halb so schlimm. Geht doch heute alles automatisch. Mist auch? Klar. Sag mal, und Ferkel sind ein Geschäft? Naja, natürlich brauchst du Anfangskapital. Hast du? Nee, du? Wieso ich? Da wäre nämlich noch eine Lehrerstelle frei. Thank you.
Magst du eigentlich Ferkel? Wie kommst du denn darauf? Auch nur so. Und der Tommy, weißt du? Also Kommilitone von mir, die kennst du noch nicht, glaube ich, oder? Nein. Aber die wirst du noch kennenlernen. Der hat einen kleinen Hof geerbt, Nähe Traunstein. Und in dem Landkreis von dem Hof, da wird er Lehrer. Die suchen nämlich dringend Lehrer. Aha. Die Gegend soll sehr schön sein. Auch im Winter? Na, ist ein bisschen stiller, aber das ist sehr gut für die Nerven. Oh, der Krimi fängt an. Kannst du nicht mal 10 Minuten zuhören? Musst du jetzt unbedingt Krimi sehen, wo ich von Ferkeln rede? Wieso denn von Ferkeln? Ich denke, dein Freund ist Lehrer. Na ja, vormittags, aber nachmittags, da will er Ferkel züchten. Er sagt, es ist ein gutes Geschäft. Sag mal, kannst du nicht nach dem Krimi von deinem Freund und den Ferkeln erzählen? Ja, natürlich. Hast du keine Zigaretten mehr? Nein. Peter? Oh, hat schon angefangen. Rosalind! Was machst du da? Ja, der Tommy will natürlich erst mal ganz klein anfangen, nicht? Hat ja auch gar nicht das nötige Kapital. Er sagt, am Anfang will er nicht mehr als höchstens 4 Sauen kaufen. Lass mich rein! Die ferkeln 2-mal im Jahr. Und das macht bei 4 Sauen circa 80 Ferkel. Du, Bastian, wenn du jetzt noch einmal Ferkel sagst. Du, das ist eine gute Sache. Lass mal Notzeiten kommen. Kapierst du denn nicht? Ich möchte jetzt den Krimi sehen. Ach, schön. Geh ich eben Zigaretten holen. Hast du mal Markstücke? Mhm. Wo? Na, in meiner Tasche. Wo ist denn die Tasche? Draußen. Wo draußen? Na, irgendwo. Irgendwo, wo? Na, in der Küche oder im Bad oder was weiß ich. Such doch. Das kann ich bestätigen. Ich fürchte, es ist etwas Merkwürdiges passiert. Bring ihn ein. Nun, ich kann auf Ihr Geständnis. Fernsehen tötet jede anständige Unterhaltung. Sie haben ihn ermordet und dafür werden Sie hängen. Los, wie haben Sie es getan? Ist der Krimi zu Ende? Ja, bitte. Weil es alle Gassi gehen. War wenigstens interessant. Oh, ja, die Ställe sind zwar schon ziemlich alt, weißt du, aber Tommy sagt, die sind nur morsch. Wir brauchen sie also nicht abzureißen, sondern nur zu stabilisieren. Wieso wir? Tommy und ich. Ach, du willst in die Ferkelei mit einsteigen? Ja. Hab ich das nicht gesagt? Nein, aber das finde ich fabelhaft. Erzähl doch mal weiter. Ja? Also pass auf, wir haben uns das so gedacht. Vormittags machen wir Schule und nachmittags restaurieren wir die Ställe erstmal. Allein? Mit Maurer natürlich. Aha. Tommys Nachbar ist nämlich Maurer. Und der hat eine Tochter. Und die geht in Tommys Klasse. Was glaubst du, was der interessiert sein wird, uns zu helfen? Und du maurerst mit?
Ja, was denkst du, was ich sonst tue? Däumchen drehen? Am Anfang werden wir natürlich wahnsinnig viel Arbeit haben und wenig Verdienst. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Wir können warten. Jedenfalls ist das endlich mal eine richtige Aufgabe. Glaubst du, dass du dich für das Landleben eignest? Na, hör mal, meine Vorfahren waren Bauern. Du, der Vater meiner Mutter war Professor der Mathematik und trotzdem kann ich nicht drei Zahlen freihändig zusammenzählen. Ja, auf dem Land, weißt du, da gibt es noch einfache und aufrichtige Menschen. Und die gute Luft. Was atmest du denn hier ein? Zur Zeit deinen Zigarettenqualm. Liebling, es ist alles ökonomisch durchdacht. Die Rüben und die Kartoffeln für die Schweine, die bauen wir selber an. Und dann haben wir ja noch die Abfälle vom Hotel, nicht? Ach, ein Hotel, das ist auch in der Nähe. Ja, bestimmt. Ja, und wenn nicht, dann baut ihr eben eins an. Und die Ferkel, die verkaufen wir wieder ans Hotel. Ja. Ja, kann ja gar nichts schief gehen. Sag ich ja. Ja, aber was macht ihr, wenn ihr eure Ferkel nicht loswerdet? Na ja, pökeln wir sie ein und essen sie selber auf. Stell dir mal vor, kein Fleisch mehr kaufen müssen, was wir sparen. Ich denke, du magst kein Schweinefleisch. Schon, aber die eigenen? Und außerdem kann sich Geschmack ja ändern. Früher habe ich Spinat gehasst und jetzt finde ich ihn ganz angenehm. Na, hoffentlich schickst du mir dann und wann mein kleines Ferkelchen. Wieso schicken? Du kommst doch mit. Ich komm mit. Warum nicht? Das wäre doch ulkig. Ja, das wäre ulkig. Für dich und einen großen für mich. Ja, ja, die ich dann versorgen darf. Ach, du wirst mit unserem Viehzeug überhaupt nichts zu tun haben. Morgens vor der Schule fütter ich die Schweine. Du? Naja, oder Tommy. Ja. Oder Tommy. Thank you.
Außerdem ist dann alles automatisiert, sagt Tommy. Wir haben praktisch keine Arbeit mit den Ferkeln. Und du brauchst dich um das Viehzeug überhaupt nicht zu kümmern, das sage ich dir doch. Das ist reine Männersache. Ja, du, aber was soll ich denn den ganzen Tag da draußen machen? Nur den Haushalt und meinen Gewürzgärtlein? Brauchst du nicht. Dafür engagieren wir uns eine Frau aus dem Dorf. Da draußen kriegt man noch jemand, das ist kein Problem. Nee, ich dachte, du eröffnest eine Landpraxis. Was, ich? Ja, ist doch eine schöne Aufgabe. Ja, ja, besonders im Winter. Da gibt's Schneeketten. Och, hast du schon mal eine Frau gesehen, die Schneeketten anlegen kann? Das machen wir doch für dich. Ja, du, aber wenn ich nun mitten in der Nacht zu einem Patienten muss, weit über Land, du weißt, ich bin nachtblind. Da. Oder wenn ich eine Panne habe, mitten in der stockdüsteren Einsamkeit. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nachts alleine übers Land kutschieren lassen würde. Ich fahre dich natürlich. Ah ja. Ja, ja, du fährst mich. Also, ihr besorgt den Schulkram und die ganze Ferkelei und ich eröffne eine Praxis. Ja, ja. Beste wäre natürlich, du belegst noch 2 Semester Veterinärmedizin, da sparen wir den Tierarzt. Stell dir mal vor, was wir sparen, wenn du die Ferkel holst. Ja, komisch. Hä? Was ist komisch? Naja, die Vorstellung von unserem Landleben zu dritt. Ich find's prima. Wieso? Wieso? Hast du das Ganze ernst gemeint? Natürlich. Du nicht? Bastian, du Spinner. Hoffnungsloser Spinner. Also kaum fange ich an, Zukunftspläne zu machen, da bin ich ein Spinner. Ach, du machst doch überhaupt keine Zukunftspläne. Nicht mal die. Die macht dein Freund, den du zufällig getroffen hast. Und du machst unbedenklich mit, ohne dir die Rentabilität dieses Projekts überhaupt zu überlegen. Ferkelzucht. Ferkelzucht ohne einen Pfennig in der Tasche. Oder wolltet ihr mich mitnehmen, damit ich euch diese ganze Schnapsidee finanziere? Morgen kommt vielleicht ein anderer Freund und fragt dich, ob du 6-eckige Eier mit ihm züchten willst oder karierte Maiglöckchen. Das ist alles drin. Man muss vielseitig bleiben. Sonst versauert man doch in dem Alltagstrott. Jeden Tag dasselbe tun. Ein ganzes Leben lang. Furchtbar. Bastian, du bist ein hoffnungsloser Egoist. Und ich habe geglaubt, du würdest Vernunft annehmen. Aber du hast dich ja nicht einmal bemüht. Nicht einmal mir zuliebe. Nein. Nein, du wirst nie erwachsen. Muss ich denn das? Schau mal, es gibt so viele ernstzunehmende Erwachsene. Und die richten zum Teil viel mehr Schaden an als ich. Ich hol mir noch ein Bier. Nein, du bleibst jetzt hier. Du bleibst jetzt hier und hörst mir mal zu. Na schön, ich bleib hier und hör dir zu, mein Schatz. Ja, also was wollte ich denn jetzt sagen? Wahrscheinlich, dass du den Mann brauchst, den du aufblicken kannst, der was darstellt, der dir Sicherheit bietet, den nötigen Rahmen, den du brauchst und all den anderen Quatsch dazu. Das ist es gar nicht. Was dann? Ich glaube, ich bin nicht mehr jung genug. Und auch nicht leichtfertig genug, um das mitzumachen. Und andererseits bin ich auch noch nicht alt genug, um die nötige Toleranz für dich zu haben. Wir sind zu verschieden. Ja, das Einzige, was wir gemeinsam hatten, das war unsere Verliebte. War. Du tust immer so, als ob alles vorbei wäre. Ich hab dir immer noch lieb. Und ich hab noch nie eine Frau so lieb gehabt wie dich. Ja, aber wohl doch nicht genug. Nein, nein, widersprich nicht. Ich weiß es. Und du weißt es auch. Katinka. Nein. Du gehst jetzt und das ist der beste Moment, dass wir uns trennen. Alles wegen der Ferkel. Ach, doch nicht deswegen. Warum denn so schnell? Na, sollen wir abwarten, bis wir uns anbrüllen? Und alles kaputt machen, was mal schön war? Bastian, glaub mir, mir fällt's auch nicht leicht. Thank you.
Was ist los? Wieso? Ist dir die Petersilie verhagelt? Petersilie müssen wir wohl auch noch anbauen. Wieso eigentlich Petersilie? Ich mag keine Petersilie. Wieso müssen wir Petersilie anbauen? Was ist denn los mit dir? Katharina macht nicht mit. Wir haben uns getrennt. Ach du Schande. Ich meine, es war klar, dass es nicht ewig gehen würde mit uns. Wir sind einfach zu verschieden, aber sich trennen, wenn man sich noch gern hat, kommt mir vor, wir haben amputiert. Jetzt fang bloß nicht so auf, nein. Andere Mütter haben auch noch hübsche Töchter. Ja, natürlich, aber ach, ja, das ist alles. Du springst doch jetzt nicht auch noch etwa ab. Du machst doch mit, oder? Keine Sorge. Gott sei Dank, ich habe schon Schreck gekriegt. Das Problem sind natürlich jetzt die Ferkel. Ihre Finanzierung, meine ich. Vielleicht warten wir noch ein bisschen damit. Das habe ich mir auch schon überlegt. Man soll ja nichts überstürzen. Eben. Du, wie wäre denn das, wenn wir in der Zwischenzeit Champignons in den Ställen züchten würden? Champignons? Ja. Wie macht man das? Oh, keine Ahnung, aber das erfahre ich übermorgen. Also doch, karierte Maiglöckchen. Was? Würde Katinka jetzt sagen.